Hallo und willkommen, verehrte Zuschauer, zum ersten Sportmagazin im November. Bei mir darf ich begrüßen den Abteilungsleiter der TSG Reutlingen Eishockey Eiskunstlauf, Thomas Schwanzer. Was du sonst noch machst, das erklärst du uns gleich. Derby, die TSG gegen die Eisbären aus Balingen. Schöner könnten wir sich ja eigentlich einen Rundenstart gar nicht vorstellen. Ja, wir haben es gedacht, dass wir zu Beginn der Saison das Derby gleich nehmen, um den Zuschauern etwas bieten zu können Anfang der Saison. So, und jetzt kommen wir zu deiner Person. Du kümmerst dich ums ganze Organisatorische, hilfst auch ein bisschen mit, die Mannschaft zu gestalten? Mannschaftsgestaltung, da ist der Hans Krüger gefordert, das ist unser Trainer. Da will ich ihm auch sportlich gar nicht reinreden. Ich versuche halt den Backoffice-Bereich so zu machen, dass unsere gesamte Abteilung dann entsprechend auch läuft. Über Marketing, Merchandising. Und die TSG Eishockey, muss man sagen, ist ja eine wachsende Abteilung. Ihr habt sehr viele Jugendliche. Ja, seit einigen Jahren verstärken wir den Nachwuchsbereich. Mittlerweile mit 3 Nachwuchsteams, Kleinschüler, Knaben und Schüler. Da wird die sportliche Leitung von Günter Schmidt übernommen. Und das läuft momentan sehr gut. Wir haben so 60 bis 80 Kinder jede Saison im Start. Ja, und ihr habt eine Spielgemeinschaft mit Balingen. Das ist ja auch, muss man auch erwähnen, heute auf dem Eis gibt es keine Freunde. Was ist denn drin mit der TSG in dieser Saison? Also wir schätzen, dass wir uns wieder im Mittelfeld behaupten können, weil es war letzte Saison relativ knapp, obwohl wir sehr dezimiert waren aus Krankheits- und Verletzungsgründen. Und die Mannschaft ist an sich sehr gut motiviert und ich denke, das schaffen wir. Ja, und der Dominik Tilgner, der Tille wieder dabei, ganz wichtige Person. Ja, da bringen wir wieder 2 Topscorer zusammen, den verletzten Philipp Glas und den Dominik Tilgner natürlich. Ja, okay, jetzt wollen wir aber noch einen kleinen Tipp, bevor es losgeht. Ich schätze, dass wir heute in die Verlängerung gehen. Okay, also ja, das wünschen wir unseren Zuschauern auch. Das soll es soweit mal gewesen sein. Wir gehen jetzt rein in die Partie und viel Spaß bei einem hoffentlich knackigen Derby. Also Auftakt zur neuen Saison in der Eishockey-Landesliga. 9 Teams treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Der Meister steigt in die Regionalliga Südwest auf. Über 300 Zuschauer kamen zum Rundenstart in die Eishalle an der Rommelsbacher Straße. Tille Tilgner nach einem Jahr bei den Mad Dogs Mannheim, also wieder zurück bei den Black Eagles. Keeper Daniel Schröder kam vom EHC Ulm Neu-Ulm. Willi Bauer wechselte dagegen die Seiten und spielt nun für die Eisbären. Und Christoph Schreiber, der schon vergangene Runde verletzungsbedingt nicht spielen konnte, ist auch heuer nicht dabei. Bei den Eisbären fehlten einige Akteure verletzt. Marco Böhm weilt derzeit in Irland. Dennoch die Gäste leicht favorisiert. So Hallensprecher Icke links ist bereit. Auf ihn sollte jede Menge Arbeit zukommen. Dies vorweg. Los geht's. Vergangene Saison gewannen die Eisbären beide Partien. Und zwar mit 11:2 und 6:4. Doch die Gastgeber erwischten den besseren Start. Gut 5 Minuten rum, Überzahl TSG, Matthias Schreiber legt quer zu Tobias Feierabend und der mit dem ersten Reutlinger Saisontreffer. Kurz danach wieder die Hausherren, Marc Welsch schnappt sich auf der linken Seite den Puck und in der Mitte steht der angesprochene Philipp Klaas mit der Nummer 68 und Herr Björn Meyer musste zum zweiten Mal hinter sich greifen. Optimaler Start also für die Jungs von Hans Krüger. Und es ging munter weiter. Keine Zeit, Torchancen zu zeigen. Es gab Tore satt. Jetzt waren die Gäste dran. Fehler von TSG-Verteidiger Jan Iljewski. Und den nutzt der EC-Trainer höchst selbst. Raphael Poppenk mit der 47. Sonst an der Bande, ab und an aber auch auf dem Eis. Anschlusstreffer des 38-Jährigen. Wir machen einen Sprung und es sind in der Schlussphase des ersten Drittels wieder die Grün-Weiß-Schwarzen, wieder Popek, wieder drin. Tilgner mit dem Fehlpass, Kevin Rummel bedient seinen Coach mustergültig und der eiskalt. Ausgleich 2 beide. Und es kam noch besser für die Eisbären, keine 20 Sekunden mehr auf der Uhr, da schlägt's schon wieder ein im Kasten von Manuel Rocke. Bulli und dann zieht David Levelmann ab und Kevin Rummel hält den Schläger hin. Nach 2:0, nun 2:3. Die Eisbären führten nach dem ersten Drittel. Ja, und es kam noch schlimmer für die Black Eagles. Gut 2 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt. Frank Ebner über die rechte Seite. Rückpass zu Kevin Rummel und auch der mit seiner zweiten Kiste. Zweimal Popek, zweimal Rummel, 2:4.
Doch die Reutlinger schüttelten sich einmal und keine Zeigerumdrehung später erzielte Maximilian Enz den Anschlusstreffer. Nach dem Bulli scheitert erst Lewis, dann aber Enz im zweiten Versuch. Die 13 war es, Maximilian Enz. Wenig später waren wieder die Balinger an der Reihe. Die TSG Cracks bringen die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone und Kapitän Marc Haudeck trifft aus dem Gewühl heraus zum 5:3 für die Eisbären. Haudeck jubelt und bei diesem Spielstand blieb es bis zum Drittelende. Frank Fauser traf Kevin und Jan an der Bande. Kevin, ihr führt 5:3. Jetzt eigentlich das letzte Drittel noch sauber zu Ende spielen, oder? Ja, klar. Wir wollen das Ding nach Hause bringen. Nach 6 Monaten Pause sind wir natürlich heiß. Erstes Spiel, erster Sieg und dann noch im Derby. Ich denke, das schaffen wir schon. Wie ist die Spielidee jetzt? Die Spielidee? Die Spielidee ist natürlich hinter sicher zu spielen. Keine Fehlpässe, keine unnötige Strafe, damit wir das 5:3 locker nach Hause bringen noch. 3:5 im Rückstand, was macht er jetzt? Ja, hinten müssen wir ein bisschen mehr aufpassen und einfach unsere Chancen nutzen vorne und immer schön drauf. 2 Minuten verhindern? Ja, das sollten wir verhindern, sonst kriegen wir noch mehr rein, aber das wird schon klappen. Eis essen ist cool, Eis laufen noch viel cooler. In der Eishalle Reutlingen, Spaß auf Eis für Jung und Alt. Eishalle Reutlingen, Rommelsbacher Straße 55, echt cool. Also dann hinein ins Schlussdrittel und da schnappt sich Martin Schaffroth an der eigenen blauen Linie die Scheibe und marschiert einfach mal los. Vorbei an Tobias Wörle, vorbei an Markus Rummel und rein ins Glück. Klasse Solo, die TSG ist wieder dran, die 26, Martin Schaffroth. Und weiter geht's, keine Verschnaufpause. Ein halbes Jahr ohne Pflichtspiel macht Appetit auf Eishockey, haben wir ja gehört. Doch von den Eisbären nicht mehr viel zu sehen. Die TSG mit Tilgner, mit Enz, der rüber zu Klaas. Die Gäste können klären, doch die Situation noch nicht vorbei. Der Puck kommt zu Jan Schmidt, der hält drauf und trifft. Ausgleich durch den Youngster eben noch am Mikrofon und jetzt sorgt er für das 5:5. 44. Spielminute, die Nummer 60, Jan Schmidt holt sich das Lob der Kollegen ab. Und wie sagte Kevin Rummel, Strafzeiten vermeiden, das klappte aber überhaupt nicht. Hier sitzt Dominik Schmidt draußen, eigentlich saß nun immer ein Balinger draußen. Die TSG kam auf insgesamt 8 Strafminuten, die Eisbären am Ende auf 32, also viermal so viel. Und auf dem Eis spielten sich die Gastgeber jetzt in einen wahren Rausch. Matthias Schreiber nach Vorarbeit von Tilgner mit der Führung 10 Minuten vor Rambo. 2 Minuten später, Scheibengewinn im EC-Drittel und dann steht Mark Welsch goldrichtig und es klingelt schon wieder. Was war denn hier los? Die Zuschauer, sofern TSG-Fans natürlich, kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Sorry, liebe Eisbären-Anhänger, aber es ging so weiter. Zunächst vergibt Haudeck hier die Chance zum Anschluss. Klasse Parade von Manu Rogge. Szene läuft weiter. Jan Schmidt ist auf und davon. Keine Gegenspieler da. Dann kommt Achim Reiser, aber der wird locker ausgespielt. Und rein das Ding. Die Reutlinger trafen nach Belieben, die Balinger schauten zu, meist wie gesagt von der Strafbank aus. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, die Nummer 4 fehlt noch, Matthew, genannt The Killer Lewis, schlägt zu. Der Assist kam von Martin Schaffroth. Ja, und Matthias Schreiber setzte das Sahnehäubchen drauf und besorgte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer das 10:5 nach klasse Vorarbeit von Klaas. Unfassbar, nach 40 Minuten führten die Eisbären hier mit 5:3 und dann machen die Black Eagles 7 Buden in 8 Minuten und haben am Ende doppelt so viele Treffer erzielt als die Gäste. Reutlingen gewinnt also das Derby gegen Balingen nach einem fulminanten Schlussdrittel mit 10:5. Riesenjubel natürlich in Blau-Schwarz, Frank Fauser traf strahlende Sieger und einen logisch enttäuschten Spielertrainer. Mann, oh Mann, war das ein Derby. Ja, alles gegeben.
Wir wussten, das letzte Drittel gehört uns. Da haben wir nochmal alles gegeben und wurden zu Recht belohnt. Jetzt mal Hand aufs Eishockeyherz. Hättest du damit gerechnet, dass man im letzten Drittel noch 7 Kisten macht? Nicht wirklich. Kam das Glück auf unserer Seite endlich zurück, nachdem die Walinger im ersten Drittel ein bisschen Glück hatten. Und dann haben wir zur Kampfart gestimmt. Somit denke ich, haben wir gerecht zu Recht gewonnen. Ein Sieg der Moral. Auf jeden Fall. So geht's weiter. Das erste Spiel ist immer das Wichtigste, sozusagen. Gerade das Derby. Das wollten wir auf jeden Fall gewinnen, um in eine gute Saison zu kommen. Dominik Tiltner bei uns, der Rückkehrer. Und das war eine Rückkehr, wie man sie sich vorstellt, oder? Ja, kann man schon sagen. Also 10-5 ist schon sehr deutlich, obwohl das Spiel jetzt nicht so deutlich war. 7 Tore im letzten Drittel, aber auch durch Strafzeiten von Walinger. Also sie haben sich das Spiel selber kaputt gemacht. Jetzt hattet ihr einen guten Start in diese Begegnung und dann ein bisschen den Faden verloren. Glaubt man da wirklich noch an sich, dass man das Ding komplett so drehen kann? Man muss immer an sich glauben, egal wie es steht. Wenn man mit 5 Toren hinten liegt, es geht immer was. Im Eishockey ist alles möglich. Ja, das habt ihr ja bewiesen. Das war einfach auch ein Sieg, sage ich jetzt mal, des Willens. Des Willens, ja, auf jeden Fall. Und Charakter. Also ohne Charakter ist sowas nicht möglich. Und die Moral in der Mannschaft stimmt. Und du bist stolz auf die Truppe? Klar, bin immer stolz auf die Truppe. Ich habe schon viel erlebt und du wahrscheinlich auch in deiner Eishockey-Karriere. Aber das war der Hammer. Ja, das war der Hammer, so kann man das nennen. Ja. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt, aber nichtsdestotrotz, man muss den Reutlingern einfach Respekt zollen. Die haben das super gemacht, ohne Wenn und Aber. Auch wenn wir zum Teil selber schuld waren, aber es war heute so ein Tag. Das Spiel war nicht gut gelaufen bei uns, auch schon von Anfang an 2-0 hinten gelegen. Dann waren wir 2 Tore hinten am Alleingang, machen kein Tor. Im Gegenzug macht Reutlingen das Tor und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ihr hattet bis jetzt auch sehr wenig Eiszeit, muss man ja sagen. Die Mannschaft kaum Möglichkeit gehabt, sich einzuspielen. Das mit dem Grund? Ja, natürlich ist mit dem Grund, aber wir wollen keine Ausreden suchen. Also das ist das erste Spiel, da muss jeder bereit sein, egal ob man 15 Mal auf dem Eis war oder 2 Mal. Wir gehen raus und wollen alles raushauen. Leider ist uns das heute einfach nicht gelungen. Fertig, Punkt. Ist es auch ein konditionelles Thema, wenn man 7 Kisten bekommt im letzten Drittel? Nein, konditionell weniger. Ich glaube, das ist halt einfach eher Kopfsache. Ja, das ist halt so, wie gesagt, das sind so Sachen, die gegen dich laufen. Und dann bist du halt einfach vom Kopf her irgendwo mal, ja, platt, enttäuscht. Dann machst du die Kleinigkeiten nicht mehr richtig und dann verlierst du das Spiel. Trotzdem Kopf hoch und es kommen noch bessere Tage. Ja, mit Sicherheit, das hoffen wir doch. Martin Schaffroth bei uns mit seinem eigenen Fanclub im Hintergrund. Ja, ist, ja, ja. Ihr seid die Besten. Martin, im letzten Drittel noch eine ordentlich auf die Ome bekommen und ganz ehrlich, 7 Tore, fast unglaublich. Also wir haben von Anfang an eigentlich gut mitgespielt und der Spielstand war nie vor uns. Und die 7 Tore im letzten Drittel, das hätten wir davor eigentlich auch schon machen können, bloß da wollte es einfach nicht rein. Hat das letzte Quäntchen Glück gefehlt und wir haben in jeder Drittelpause gesagt, wir spielen absolut mit, wir müssten eigentlich führen. Und im letzten Drittel haben wir es dann bewiesen, ja. Ja, und man braucht für so eine Aufholjagd Kraft, Disziplin und natürlich Moral. Ja, bei uns ist vor allem über die Moral und über den Mannschaftsgeist. Wir geben uns einfach nicht auf, kämpfen bis zum Schluss, geben uns nie auf, auch wenn es schon verloren geglaubt ist. Und dann kommen halt solche Leistungen wie heute dabei raus. Dennoch 10-5, das war dann doch ein bisschen zu viel. Die Balinger waren nicht schlecht. Ja, die Balinger waren auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ich würde sagen, im letzten Drittel hat man dann einfach wirklich mehr Glück als die Balinger. Ich würde sagen, der Sieg geht absolut in Ordnung, aber in der Höhe muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber wir nehmen es natürlich gerne mit. Am Samstag spielt die TSG beim Liga-Neuling in Zweibrücken und die Eisbären Balingen treffen ebenfalls am Samstag zu Hause auf Schwenningen und da soll dann der erste Sieg her. Und das war's von einem verrückten Derby. Ihnen ein schönes Wochenende.